Was du schon immer über Psychopharmaka und Sex wissen wolltest und dich nie zu fragen getraut hast. Hallo liebe Leute, in diesem Video will ich mal einige wichtige Themen besprechen, die mit Psychopharmaka und Sex zu tun haben. Mein Name ist Dr. Jan Dreher, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt einer psychiatrischen Klinik und habe das Buch Psychopharmakotherapie griffbereit geschrieben, in dem ich einige Themen zur Psychopharmakotherapie erkläre. Jetzt ist es so, viele Psychopharmaka haben Nebenwirkungen oder bestimmte Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn es um Sexualität geht. Und da gibt es auch viele Mythen und vieles, was stimmt und was nicht stimmt. Ich versuche mal, die wichtigsten Punkte zu den wichtigsten Medikamenten zusammenzufassen. Das ist natürlich nicht vollständig, aber ich versuche es trotzdem mal für euch möglichst hilfreich zusammenzufassen. Kann man auch gebrauchen für die Facharztprüfung Psychiatrie und Psychotherapie. Das, was ich jetzt so aus dem Kopf mal nenne, ist sicherlich das, was man mal mindestens wissen muss. Also, fangen wir mal an. Der wichtigste Punkt zu Nebenwirkungen von Psychopharmaka in Bezug auf Sexualität ist bestimmt, dass man aktiv danach fragen muss, wenn man wirklich wissen will, was los ist. Das ist eine Erkenntnis, die man spätestens dann hat, wenn man mal vergleicht, wenn man einfach mal fragt, und vertragen Sie Ihre Medikamente gut und die Patienten ja sagen. Und wenn man dann nochmal nachfragt, gibt es möglicherweise Nebenwirkungen im Bereich der Sexualität, dann kriegt man nämlich sehr viel mehr Aussagen, als wenn man nur so offen fragt. War Thema meiner Doktorarbeit, da habe ich das in Bezug auf Antidepressiva untersucht und eines der Ergebnisse, da gab es eine ganze Reihe von Untersuchungsergebnissen zu Nebenwirkungen, war, dass man etwa doppelt so viele Nebenwirkungen genannt bekommt, wenn man direkt fragt, als wenn man nicht direkt fragt. Im Bereich sexueller Nebenwirkungen ist das besonders ausgeprägt. Fangen wir mal an mit den Antidepressiva und hier mit den typischen Antidepressiva, also den SSRI und SNRI, beispielsweise Citalopram, Escitalopram, Duloxetin, Milnacipran, also die typischen Vertreter, auch wenn Venlafaxin. Bei denen ist es so, die machen relativ häufig Nebenwirkungen im Bereich der Sexualität. Und zwar ist es so, dass die Serotonin-Wiederaufnahmehemmung, die diese Medikamente ja alle verursachen, die Empfindlichkeit von Schleimhäuten reduziert. Und damit natürlich auch die Empfindlichkeit der sexuellen Schleimhäute. Und das führt im Ergebnis zu einem verzögerten Orgasmus. Und zwar sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und man kann das sogar als gewünschte Wirkung einsetzen bei Männern mit vorzeitigem Orgasmus. Da kann man ein Medikament, das Duloxetin enthält und unter einem anderen Handelsnamen vertrieben wird, als wenn man das als Antidepressivum einsetzt, einsetzen und diese Symptomatik behandeln. Was aber im Umkehrschluss eben bedeutet, dass auch Menschen, die es gegen Angststörungen oder gegen Zwangserkrankungen oder gegen eben Depressionen einsetzen, dass auch diese Patientinnen und Patienten damit rechnen müssen, dass der Orgasmus verzögert sein kann. Was normalerweise nicht auftritt unter SSRI, ist eine erektile Dysfunktion. Also es führt nicht dazu, dass man keinen Koitus haben kann, aber der Orgasmus kann verzögert sein. Das ist die typische Nebenwirkung, die SSRI machen. Die muss man kennen, darüber muss man die Patientinnen und Patienten aufklären. Und da soll man nicht erschrecken, wenn die auftritt. Die geht auch wieder weg, wenn man das Medikament absetzt in aller Regel. Aber ich berichte gleich über lang anhaltende Nebenwirkungen, da kommen wir nochmal dazu. Die geht in aller Regel weg, wenn man das Medikament absetzt. Aber während der Dauer der Einnahme besteht die oft, auch wenn man schon mal 2 Wochen das Medikament genommen hat. Viele Nebenwirkungen klingen dann ja ab. Diese bleibt manchmal bestehen. Ich habe schon gesagt, bei den meisten Patienten ist es so, dass diese Nebenwirkung weggeht, wenn man das Medikament absetzt. Aber es gibt etwas, was wir PSSD, Post-SSRI Sexual Dysfunction Syndrom nennen. Das ist etwas, was in der Literatur bislang wenig Beachtung gefunden hat, aber was Patientinnen und Patienten immer mal wieder beschreiben, dass nämlich auch nach dem vollständigen Absetzen des Medikamentes Nebenwirkungen im sexuellen Bereich bestehen bleiben können und eben auch diese Nebenwirkung des verzögerten Orgasmus, die kann bestehen bleiben. Es gibt dann noch ein paar andere, die bestehen bleiben können. Das ist wirklich selten und ich würde das mal als die Ausnahme ansehen. Aber sogar das kann passieren, dass diese Nebenwirkung zu bleiben scheint.
Eine weitere Nebenwirkung kann Libidoverlust sein. Das kann eine Nebenwirkung des Medikamentes sein. Sehr häufig ist Libidoverlust natürlich ein Symptom einer depressiven Episode, also der Situation, in der Antidepressiva ja nun eingesetzt werden. Dann ist es auch gar nicht zu trennen, ob das jetzt ein spät aufgetretener Libidoverlust ist oder ob der vom Medikament kommt. Aber berichtet wird es immer mal wieder und man muss sich zumindest klar machen, dass das auch nicht ganz ausgeschlossen ist. Und eine letzte Nebenwirkung, die ich mal bei den Antidepressiva wirklich nennen möchte, weil sie wichtig ist, ist, dass es auch Priapismus geben kann unter bestimmten Antidepressiva, vor allem unter Trazodon. Priapismus, also eine in der Regel schmerzhafte Dauererektion, die über lange Zeit bestehen bleibt, auch wenn gar keine sexuelle Stimulation oder Situation mehr vorliegt, ist ein medizinischer Notfall. Die Schmerzhaftigkeit zeigt das an. Und man muss dann in eine Klinik mit einer Urologie gehen, und zwar notfallmäßig, denn es können Durchblutungsschäden entstehen. Priapismus gibt es unter Trazodon. Die Amerikaner nennen das deswegen auch Trazobone manchmal, weil das eben eine nicht ganz seltene Nebenwirkung davon ist. Das muss man wissen und den Patienten, denen man dieses Medikament verschreibt, erklären, damit die wissen, wenn diese Nebenwirkung auftritt, dass sie dann in eine urologische Klinik gehen müssen. Es gibt noch andere Nebenwirkungen unter Antidepressiva, aber das sind bestimmt die wichtigsten und die sollte man kennen. Wechseln wir mal zu den Antipsychotika, zu den Medikamenten gegen Wahn und Halluzinationen, sowas wie Haloperidol, Risperidon, Olanzapin. Die können Nebenwirkungen im sexuellen Bereich machen. Die häufigste ist wahrscheinlich die Anhedonie. Denn für das Empfinden von Freude und auch Lust ist Dopamin ein wichtiger Transmitter. Und alle diese Antipsychotika reduzieren die Wirkung von Dopamin und können deswegen eine Anhedonie verstärken. Auch hier ist es so, auch die Psychose kann natürlich eine gewisse Anhedonie auslösen. Aber das Medikament kann hier noch stärker als bei den Antidepressiva sowas möglicherweise verstärken. Auch Müdigkeit und Libidoverlust können auftreten. Müdigkeit ist ja sehr unterschiedlich verteilt bei den unterschiedlichen Neuroleptika. Quetiapin beispielsweise macht das häufiger. Das kann eben eine Nebenwirkung sein. Da ist es so, die Nebenwirkung Müdigkeit, die tritt ja oft nach der Medikamenteneinnahme auf, so eine halbe Stunde danach. Und dann kann es beispielsweise ausreichen, das Medikament eben erst nach der möglichen sexuellen Begegnung einzunehmen und vorm Schlafen einzunehmen. Dann würde man daran vorbeikommen. Bei den Benzodiazepinen sieht es ähnlich aus. Auch die machen Müdigkeit, die können Libidoverlust machen. Andere sexuelle Nebenwirkungen haben die kaum. Wie sieht es mit Phasenprophylaktika aus? Fangen wir mal mit dem besonders häufig eingesetzten Lithium an. Lithium kann bestimmte Nebenwirkungen machen. Nun ist es so, Lithium setzt man ja oft ein während einer manischen Episode. Wenn der Patient gegenwärtig manisch ist, dann sind meistens das Wohlbefinden gesteigert, auch die sexuelle Aktivität ist gesteigert. Und Lithium fängt an, sehr schnell zu wirken bei einer Manie nach 2, 3, 4 Tagen. Und dann hat der Patient oder dann hat die Patientin das Gefühl, dass ihre sexuelle Lust abnimmt und dass auch insgesamt ihre gesamte Leistungsfähigkeit und ihr Wohlbefinden, dass das alles abnimmt. Auch dass das Empfinden von Freude abnimmt. Als Außenstehender würde man sagen, ja klar, die Manie klingt jetzt ab. Die Patientin und der Patient haben aber dann oft das Gefühl, das ist eine Nebenwirkung von Lithium. Ich empfinde gar nicht mehr so viel Freude wie vorher. Hier würde man sagen, das ist jetzt keine Nebenwirkung, sondern das ist wirklich die abklingende Manie. Denn wenn man Lithium längere Zeit einsetzt, zur Phasenprophylaxe beispielsweise, klagen nur wenige Patienten darüber, dass es ihnen irgendwie die Lust oder das Freudeempfinden verdirbt. Das ist anders bei den Neuroleptika, die können das auch dauerhaft machen. Lithium macht das normalerweise nicht. Aber im Einzelfall ist auch das natürlich möglich. Valproat ist ein zweites Phasenprophylaktikum und über Valproat muss man wissen, dass das fruchtschädigend sein kann. Vor allem im ersten Trimenon, da sind alle Medikamente am gefährlichsten, kann es dazu führen, dass es zu Fehlbildung des Gehirns und des zentralen Nervensystems kommt. Deswegen darf man Valproat Frauen im gebärfähigen Alter eigentlich nicht verschreiben. Gut, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, wenn man sehr ausführlich aufklärt und wenn man eine ganz strenge Kontrazeption mit der Patientin bespricht, könnte man Ausnahmen machen, aber praktisch sollte man Valproat Frauen im gebärfähigen Alter eigentlich nicht mehr geben. Wenn eine Frau doch Valproat nimmt, muss man wissen, dass, wenn eine Schwangerschaft eingetreten ist, hier entsprechende Untersuchungen angezeigt sind.
Carbamazepin ist ein drittes Phasenprophylaktikum und über Carbamazepin sollte man mal zumindest wissen, dass es ein Enzyminduktor ist. Das heißt, es aktiviert Enzyme in der Leber, die andere Medikamente abbauen. Und zu diesen anderen Medikamenten gehört auch die Pille, also orale Kontrazeptiva. Deswegen kann es sein, dass Patientinnen, die Carbamazepin in einer hohen Dosis einnehmen, dadurch ihre Leberstoffwechselaktivität so verstärken, dass sie die Pille so schnell abbauen, dass die keine kontrazeptive Wirkung mehr hat. Darüber muss man aufklären, das muss man auch untersuchen. Man kann ja den Blutspiegel des Kontrazeptivums untersuchen und so sehen, ob noch eine Wirkung besteht oder nicht besteht. Wie sieht es nun in Schwangerschaft und Stillzeit aus? Wie verhalten sich Psychopharmaka bezüglich des Übertritts des Medikamentes in den Kreislauf des Kindes oder in die Muttermilch? Hierzu gibt es eine einfache Daumenregel. Also alle Psychopharmaka überwinden ja die Blut-Hirn-Schranke, kommen im Gehirn der Mutter an. Und das heißt, sie haben die Eigenschaften Fettlöslichkeit und Molekülgröße, die dazu gereicht, die Blut-Hirn-Schranke zu übertreten. Damit kommen sie auch alle in die Plazenta. Also ich persönlich kenne jetzt keine Ausnahme. Man kann sagen, jedes Medikament, das als Psychopharmakon ins Gehirn der Mutter kommt, kommt auch über die Plazenta in den Blutkreislauf und damit ins Gehirn des Kindes und kommt auch in die Muttermilch. Die Konzentration in der Muttermilch ist ein bisschen unterschiedlich und ob das überhaupt ein Problem ist oder nicht, ist auch ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man erstmal davon ausgehen, dass diese Medikamente sowohl im Gehirn als auch in der Muttermilch ankommen. Ja, das sind einige wichtige Nebenwirkungen im sexuellen Bereich. Es gibt bestimmt noch ein paar andere, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber wenn man die schon mal im Kopf hat, dann ist man zumindest für eine Facharztprüfung Psychiatrie schon mal ganz gut gerüstet. Und das sind auch die, mit denen man klinisch am häufigsten zu tun hat. Gibt es andere Nebenwirkungen, die ihr unter Psychopharmaka festgestellt habt? Habt ihr Fragen hierzu? Nicht alles will man ja seine Ärztin oder seinen Arzt fragen. Ich kann das auch im Einzelfall nicht beantworten. Ich kann ja keine Einzelfallberatung hier bei den YouTube-Kommentaren durchführen. Schreibt trotzdem mal auf, was ihr so beobachtet habt. Andere können ja vielleicht dazu schreiben, ob sie sowas auch schon mal erlebt haben. Und manchmal kann ich ja auch etwas Allgemeines sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Take 4. Alles, was Sie schon immer über Sex und Psychopharmaka wissen wollten. Ich glaube, so klappt es nicht. Ausschalten. Nein. Kann ich die Lampe aber runterstellen? Ja. Und hier. Der sieht doch ausgegangen. Wir machen doch die da hinten auch so viel. Ja. Okay, ich glaube. Die Kamera aus.